Okay, Snake. It's open now. Hallihallo Gemeinde, herzlich willkommen zu Dead Space, dem Remake. Ja, ich sagte ja in einem vorherigen Clip, ich würde Dead Space für 70 Euro nicht spielen. Das stimmt, hätte ich auch nicht getan. Aber mein Händler hat mir das Teil für 60 Euro überlassen und da konnte ich nicht Nein sagen. Das dazu. Dead Space ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, möchte ich den Neueinsteigern erst einmal einen kurzen Abriss zur komplexen Story geben. Dead Space ist für mich eine lupenreine Liebesgeschichte, aber so verworren erzählt, dass, wenn man sie nicht versteht und verinnerlicht, gar nicht damit anfangen muss. Deswegen also erstmal ein paar Infos dazu. Um was geht es? Tja, Isaac Clarke fliegt mit einigen Kolleginnen und Kollegen auf der USG Callion zum Schwesternschiff USG Ishimura, die eine große Inspektion dringend nötig hat. Auf dem Flug zur Ishimura ertappt Isaac seine ebenfalls zur Crew gehörende Freundin Debbie nackt mit dem Kollegen Jacob Lee, auch er nackig, in der Koje. Ob des bumsfidelen Anblicks der beiden entkleiden Isaac die letzten Worte. Ich bin sprachlos. Kurzerhand wirft er Jacob Lee aus dem Raumkleider, der sich im freien Fall gerade noch so an einem vorbeifliegenden Frachtschiff festhalten kann. Isaac kündigt daraufhin Debbie die Beziehung und verliebt sich kurzerhand in seinen Kollegen Perry Rodan, der wiederum in Cassie Miller verknallt ist. Cassie treibt es aber lieber mit Dr. David Bowman, weil der einen ungeheuren Monolithen in der Hose trägt. Gerade als Amber Saylor Jacob Lee am Fenster vorbeifliegen sieht, dockt die USG Callion an der FDJ Ishimura an und muss feststellen, dass dort eine Ungezieferplage ausgebrochen ist. Nun gilt es zunächst einmal, die Bettwanzen, Milben, Zecken und den gefürchteten Holzbock zu eliminieren. Diese Aufgabe fällt dem sprachlosen Isaac zu, der inzwischen die voll tätowierte Sophia Tomalla anhimmelt. Die ist aber lieber gleichzeitig mit Till, Andy, Gavin, Loris und Alexander im Bett. Ab hier übernehmen wir die Kontrolle über den verstummten Isaac Clarke. Unterdessen wird Jacob Lee mit 3,8 Promille am Steuer des Frachtschiffs SOS Callisto erwischt, festgenommen und in eine Strafkolonie versetzt. Das ist aber eine andere, eine wirklich traurige Geschichte. Währenddessen kämpft Isaac Clarke, inzwischen Veganer, als Kammerjäger gegen seinen Widersacher an. Ja, soweit zur Vorgeschichte. Und exakt hier setzt nun das Remake von Dead Space an. Wir dürfen gespannt sein, ob auf der AMD Callion weiter im Raumanzug gejodelt wird. Ich wünsche dazu gute Unterhaltung und dringe direkt in die Geschichte ein. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Weißt du das, Nicole? Ja. Hab seit Wochen nichts von ihr gehört. Wir sind 5 Minuten weg und du schaust dir das immer noch an. Du musst sie echt vermissen.
Die Ishimura ist kein Job, den man ablehnt, aber 6 Monate lang nur Videoanrufe. Ist hart. Da sagt man leicht das Falsche. Kann ich dir nicht verdenken. Ich würde auch lieber meiner Freundin zuhören als Hammond und den Sicherheitsprotokollen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, Daniels. Ja, sagtest du bereits. Los geht's. Schöner Wiedereintritt. Willkommen auf Eges 7. Stell dir vor, du müsstest 6 Monate lang auf diesen Felsen starren. Für einen Bergbauunternehmer? Ein Paradies. Eges 7 ist einer der größten Funde der CEC-Geschichte. Ein Erkundungsteam hat für immer ausgesorgt. Wo ist sie? Da. Visueller Kontakt mit der USG Ishimura bestätigt. Wunderschön. Das größte Abbauschiff ihrer Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Es ist so dunkel. Man sieht nicht ein einziges Licht. Ja. Wir haben gleich Empfang. Jemand muss doch auf uns warten. Sei beim Anflug vorsichtig. Kein Risiko, wenn es um den ganzen Stolz der CEC geht. Kein Risiko, ha? Huh? Hast du deshalb in meiner Personalakte rumgeschnüffelt, bevor wir los sind? Über was du deinen Datenzugriff? Computeranalystin. Berufskrankheit. Das war der übliche CEC-Hintergrundcheck, Daniels. Wenn du erste Liga spielen willst, musst du am Ball bleiben. Sir, wir haben jetzt Empfang. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kallion in Antwort auf euren Notruf. Komm, Ishimura. Ishimura, könnt ihr mich hören? Bitte melden. Hier ist die USG Kallion. Hast du schon mal von einem vollständigen Kommunikationsausfall gehört? Nein. Los, geht endlich ans Telefon. Was ist das denn? Da ist wohl das Kommunikations-Array-Defekt. Vielleicht ein kaputter Encoder. Daniels und ich kriegen das in 48 Stunden hin. Hey, so bleibt dir genug Zeit, ein Wiedersehen mit Nicole zu feiern. Ja, das hoffe ich. Chan, Johnson, bringt uns rein. Gravitationsstrahlen aktiv. Automatisches Andocken. Und los. Ich verliere die Kontrolle. Wir kriegen das frei. Die Steuerung reagiert nicht auf die Überbrückung. Scheiße, wir sind zu schnell. Wir werden in die Hölle knallen. Ziel auf den Notstabilisator. Da, das blaue Licht. Das könnte uns abbremsen. Schutzschilder raus. Los, alle fest. Oder Schlimmeres. Gute Idee mit dem Stabilisator, Isaac. Gut, dass ich immer das Handbuch lese. Was zur Hölle ist mit der Flugsteuerung los? Das System ist ja eine Todesfalle. Kommt direkt auf die Reparaturliste. Chan, wie sieht's bei uns aus? Kommunikation und Portbooster sind weg. Es brennt in einem der Stabilisatoren. Der Singularitätskern ist überlastet. Könnte schlimmer sein, aber nicht viel. Dann holen wir Hilfe. Johnson, bleib du auf der Kallion. Wir schicken Anzani. Alle anderen zu mir. Abstand halten. Mist, das war eine harte Landung. Kein guter Start für eine Reparaturmission. Impulsgewehre. Standardverfahren, Daniels. Wir registrieren Sie in der Fluglounge. Hallo? Wo sind die denn? Die Landung hat doch das halbe Schiff gehört. Sei stolz auf dich, Chan. Du hast uns in einem Stück hergebracht. Abgesehen von Johnson. Aber wenn du einen ausgeben willst... Ich könnte einen zur Beruhigung vertragen. Vor allem auf Kosten der CEC. Hast du wen in der Flugsteuerung gesehen? Nein, niemanden. Na, immerhin ist das Signal noch da. Bis heute und mit 14 Billionen Kilotonnen abgebauten Rohstoffen auf dem Produktivitätsrekord. Melden
melden wir uns mal an. Stasemodule von stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Standort? Fehler. Mitarbeiter nicht gefunden. Erreicht der Sicherheitsdienst nicht. Den Chefingenieur auch nicht. Was ist mit der Kommunikation? Die hatten es eilig. Wo ist das Sicherheitspersonal? Hier ist niemand. Es ist nichts vermerkt. Kein Dienstplan und kein Strom für den Aufzug. Meine Güte. Die Sicherheitskonsole funktioniert noch. Isaac, hol den Schadensbericht. Schluss mit dem Theater. Da ist was auf dem Boden. Ist das... Isaac, her mit dem Schadensbericht. Oh Gott, der Gestank! Wie sieht's aus, Isaac? Scheiße. Nicht nur die Kommunikation und die Steuerung. Die halbe Ishimura ist defekt. Triebwerke, Außenhülle, die Monorails. Was könnte ein Abbauschiff so beschädigen? Wieder da. Die Belüftung läuft. Der Aufzug sollte auch bald wieder... Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Noch eine Fehlfunktion? Nein. Die Quarantänesysteme funktionieren. Moment. Hört ihr das? Ja. Ja, ich hör's. Hammond? Ganz ruhig. Daniels, bring die Aufzüge wieder zum Laufen. Irgendetwas ist mit uns hier drin. Da oben!
Sicherheitsanfrage abgerufen. Es ist nicht gestorben! Sie haben ihn genau zwischen die Augen geschossen und es ist nicht gestorben! Smith musste ihm die verdammten Arme und Beine wegschießen! Wir brauchen Hilfe! Isaac, du hast es geschafft. Mein Gott. Knapp. Die sind überall. Chen ist der... Er ist tot. Ich konnte nichts tun. Was zum Teufel sind diese Dinger? Einige von denen, die ich gesehen habe, trugen Ishimura-Uniformen. Das ist die Crew? Wie kann das die Crew sein? Ich meine, sieh sie dir doch an. Wir müssen zur Brücke. Es waren 1000 Leute an Bord. Irgendwer wird da sein. Geht nicht. Die Monorail ist kaputt. Alles abgeriegelt wegen der Quarantäne. Und ihr seid beide Reparaturtechniker. Wie gehen wir vor? Ein defekter Waggon versperrt den Tunnel. Er blockiert das System. Und es ist eine Platine abgeraucht. Die Abriegelung bleibt aktiv, bis wir das Ersatzteil aus dem Wartungssektor haben. Aber es ist alles in der Quarantäne bei Isaac. Ich mach das schon. Sorg du dafür, dass die Reparatursysteme Strom haben. Und Isaac? Ja? Ich bin sicher, Nicole geht's gut. Sie ist doch Ärztin. Sie tut das Richtige. Ja. Ja, das tut sie immer. Ich bin bald zurück. Mach dir nicht die Mühe, auf den Kopf zu zielen. Das hält sie nicht mal auf. Okay. Es geht nur, wenn du sie zerhackst. Ihre Arme, ihre Beine. Bringt sie das denn um? Oder können sie sich dann nur nicht mehr bewegen? Maschinenraum. Habt ihr ein Stasi-Modul? Wir brauchen eins in der Monorail-Wartung. Sofort! Der Autolader ist hinüber. Hier ist ein kaputter Monorail-Waggon auf den Schienen. Und wenn alles blockiert ist, wen rufen Sie dann wohl? Ihr Tempel, wir schicken ein Stasi-Modul. Was ist denn mit dem automatisierten Lader? Keine Ahnung. Hier geht gerade irgendwie alles kaputt und ich höre Dinge. Unten in den Gängen, wo niemand sein kann. Weißt du? Ich weiß. Reparatursysteme online. Ladesystem reinitialisiert. Warnung. Fehlfunktion des automatischen Laders. Bitte wenden Sie sich an einen Reparaturtechniker. Rechter Ladegreifer wurde genutzt.
Monorail-Waggon bewegen? Der automatisierte Lader ist kaputt, aber die Stasis sollte ausreichen. Es kommt aufs Timing an. Super. Aber beeil dich, okay? Hier unten hört man alles. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Monorail-Ersetzung abgeschlossen. Geschafft. Der Waggon hat das ganze System blockiert. Eins ist erledigt. Und deine Datenplatine war auch durchgebrannt? Laut Inventar gibt's eine Ersatzplatine im Wartungssektor. Ohne können wir die Monorail nicht betreiben.
können nicht mehr lange bleiben. Ich höre, wie sich etwas bewegt. Moment, ich habe die Platine. Ich komme zurück zur Monorail-Steuerung. Daniel, mach dich bereit. Platine reinstalliert. Systemneustart abgeschlossen. Wartung abgeschlossen. Monorail wird angefordert. Alles sauber! Nächster Halt. Flugdeck Monorail-Steuerung. Wir sind an Bord. Das Dach wurde getroffen, aber es ist noch intakt. Die Quarantäne ist aufgehoben. Der Weg zum Hangar ist frei, aber die Kommunikation ist tot. Seid vorsichtig. Wie ist der Plan? Du und Johnson repariert die Carrion. Wir melden uns auf der Brücke. Standard-Notfallprotokoll. Protokoll? Hier sterben Menschen, Hammond. Ich werde nicht noch mehr verlieren. Halten wir uns an die Vorschriften, dann schaffen wir es auch. Hoffentlich. Ja.
Isaac, wir sind auf der Brücke, aber hier sind keine Überlebenden. Daniels versucht, auf den Hauptrechner zuzugreifen. Was hast du da? Ist das Blut? Bailey, hör mir zu. Die Ishimura ist voller... Das sind Monster. Hast du nichts gehört? Was? Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac! Wir müssen die Kellyn reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Ja, da ist er. Ich hätte mitkommen sollen. Was ist das? Oh Gott, der Singularitätskern. Also, Singularitätskern überlastet. Bitte sofort evakuieren und den Testabstand einnehmen. Los! Johnson verloren. Die Kerlchen auch. Der Singularitätskern ist überlastet. Die Kerlchen war unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Nein. Ich verliere nicht zwei meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptrechner helfen? Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Captains. Suchen wir Captain Matthias. Track sein Rig. Okay. Okay, hier. Captain Benjamin Matthias. Standort Krankenstation. Hier steht, er ist verstorben. Sogar der Captain? Oh Gott! Isaac, du bist mehr dran als wir. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Finde die Leiche des Captains und hol dir seinen Rig. Mit den Codes können wir... Was war das?